Okay, ja, gut, dann will ich dir mal Glauben Ich glaube schenken. nicht, dass Sie das hier gekauft haben. Dieses Modell verkaufe ich nicht. Ich weiß, dass Sie es waren. Ich erinnere mich an Sie. Wirklich? Das ist beeindruckend. Normalerweise könnt ihr Menschen keinen Turianer vom anderen unterscheiden. Dies ist der richtige Ort. Bekomme ich nun mein Geld zurück oder nicht? Haben Sie eine Quittung dabei? Was? Nein, ich... Ich habe keine bekommen. Dann kann ich Ihnen nicht helfen. Tut mir leid. Aber... Ich kann Ihnen nicht helfen. Es geht einfach nicht. Er kann es einfach nicht. Ah ja, gut, dann... Ja. Okay, ist mir einfach zu viel los. Kommt. So. Können wir ein bisschen die Aussicht genießen? Ja, gibt's Schlechteres? Mhm. Gut, ich will auch kein Gespräch. So. Und auch hier geht's rund. Also wenn man zum ersten Mal diese ganzen Gebiete betritt, dann verirrt man sich einfach sofort. Weil alles sieht so, ich will nicht sagen gleich aus, aber so... Commander Shepard? Was? Hallo? Commander Shepard? Hi. Emily Wong. Mein Name ist Emily Wong. Ich stelle journalistische Nachforschungen hier auf der Zitadelle an. Hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Oh, klar. Was brauchen Sie? Ich suche nach Beweisen für Korruption und organisiertes Verbrechen auf der Zitadelle. Aber zu einigen Bereichen habe ich keinen Zugang. Ich hatte gehofft, dass Sie mir vielleicht Informationen überlassen können, die Sie auf Ihrer Untersuchung herausfinden. Ich würde mich erkenntlich erweisen. Wieso glauben Sie, dass Sie die Ergebnisse meiner Untersuchung gebrauchen könnten? Was immer Sie untersuchen, muss eine große Sache sein. Und große Sachen interessieren mich immer. warum ich? Sie haben doch viel bessere Quellen. Warum sprechen Sie mich an? Ich habe viele Quellen, aber ich spüre, dass Sie eine wichtige Kontaktperson sind. Laut Ihrer Akte haben Sie Akuse überlebt, während alle anderen Ihrer Einheit getötet wurden. Wenn jemand die übelsten Elemente auf der Zitadelle finden und das überleben kann, sind Sie das. Woher wissen Sie, dass ich eine Untersuchung hier auf der Zitadelle leite? Ich bin eine gute Journalistin, Commander. So etwas bekomme ich mit. Schon erledigt. Klingt wie eine gute Sache. Wenn ich Informationen finde, bekommen Sie sie. Danke, Commander. Sie werden es nicht bereuen. Das klingt doch gut. Aber ich krieg wieder keine Vorbildlichpunkte. Ins Flux. Okay, es gibt viele Wege. Aussicht. Ja, wo? Aussicht, da. Beobachten. Ganz schön riesig. Ist das Ihre professionelle Einschätzung, Sir? Er hat aber recht, Chief. Das ist keine Station. Das ist eine komplette Stadt. Hier müssen Millionen leben. Es ist doch utopisch, den Überblick zu behalten, wer die Station verlässt oder betritt. Jump Zero sieht dagegen aus wie ein Wohnklo. Und es ist die größte Raumstation der Allianz. Jump Zero war riesig. Aber das hier ist noch eine andere Liga. Man sieht sich nur diese Bezirke an. Wie schaffen die das nur, dass diese Massen nicht auseinanderfallen? Wir müssen uns bemühen. Der Rat vertritt mehr Rassen, als ich dachte. Kein Wunder, dass sie vorsichtig mit Neuankömmlingen sind. Vielleicht wollen sie einfach nur alles am Laufen halten. Es muss harte Arbeit sein, all diese Kulturen miteinander zu vereinen. Vielleicht mögen sie auch nur keine Menschen. Ist das denn möglich? Was gibt's da nicht zu mögen? Wir haben Ozeane, wunderschöne Frauen und dieses Gefühl namens Liebe. Gemäß der alten Videos haben wir alles, was sie haben wollen. Wenn Sie glauben, dass ich mich jetzt in einen Minirock und Lackstiefel werfe, will ich erst zum Essen ausgeführt werden. Sir. Das wäre dann genug, Chief. Ist ein Wort. Schon in Ordnung. Beruhigen Sie sich wieder, Lieutenant. Ich kann Sie mir sowieso nicht im Rock vorstellen. Und da haben Sie verdammt recht. Abmarsch bereit, Sir. Gut, alles klar. Ich will trotzdem mal mit dir reden. Glauben Sie, es ist teuer, hier zu leben? Ja. Was sagst du dazu? Zu viele Lichter, zu viele Geräusche. Na, hast du auch wieder recht. Karte. Wir sind da. Wir können hier lang, wir können aber auch zu den oberen Märkten. Boah. Gehen wir mal ins Flux.
Weiß ich, ob wir da. Ach, oder? Nee, ich bin gerade überlegen. Was ist was? Oh, hier geht's rund. So, hier schippt der Bär. Was? Jeder weiß, dass Fist mit den Kriminellen unter einer Decke steckt. Vielleicht, aber ich würde das nicht so laut sagen. Es sei denn, du willst auf seine schwarze Liste. Ja, ich hörte, er hätte ein paar Leichen unter der Bühne von Koras Nest begraben. Das wäre ihm zuzutrauen. Ja, das würde auch den Gestank erklären. Ja, stimmt, er hat schon so ein bisschen muffig gerochen, da hat er recht. Mir sind die Hände gebunden, Rita. Ich würde sie sofort zurücknehmen, aber sie will nicht. Ich weiß. Ich werde versuchen, ihr ein wenig Vernunft beizubringen. Seien Sie vorsichtig. Sie wissen, wie dickköpfig Ihre Schwester sein kann. Je mehr Sie drängen, desto weiter läuft sie weg. Ja, da haben Sie wahrscheinlich recht. Danke, Doran. Okay, dann reden wir gleich mit den beiden. Hier ist nichts, womit wir reden könnten. Dann reden wir... Was, da war irgendwas. Achso, der Steve Williams. Okay. Reden wir erstmal mit der Rita. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Was kann ich für Sie tun? Hast du Probleme? Was haben Sie mit dem Volus besprochen? Mit Doran? Ich habe ihn nur etwas wegen meiner Schwester gefragt. Sie hat für Doran gearbeitet, bevor sie... Ich wollte sie nicht mit meinen Problemen langweilen. Ach, schon okay. Ich möchte hören, was Sie zu sagen haben. Gut, okay. Meine Schwester hat hier gekündigt, um in Koras Nest zu arbeiten. Das Problem ist, dass sie als Informantin für die Zitadellsicherheit arbeitet. Sie wissen schon, die Leute dort ein bisschen aushorchen. Wenn sie herausfinden, was sie da tut, werden sie sie töten. Das ist aber nicht gut. Als Informant lebt man gefährlich. Das habe ich ihr auch gesagt. Ich weiß nicht. Manchmal glaube ich, sie bleibt nur da, um mich zu ärgern. Kennen Sie Ihren Kontaktmann bei der Zitadellsicherheit? Nein, das ist alles streng geheim. Das letzte Mal sagte man mir, ich soll mich raushalten, um Jenna nicht zu gefährden. Ich werde mit dir reden. Vielleicht kann ich ihr klar machen, wie gefährlich Koras Nest ist. Würden Sie das? Das wäre toll. Aber sagen Sie ihr nicht, dass ich sie schicke. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen, sonst kriege ich noch Ärger. Danke. Hey, Jenna kennen wir ja schon. Die ist ja die uns nichts zu trinken geben wollte. Koras Nest. Willkommen im Flux. Ich bin Doran. Was kann ich für Sie tun? Flux. Ist das ein Casino? Ja, unter anderem. Wir haben oben einige Quasartische, falls Sie interessiert sind. Rita und Jenna? Was können Sie mir über die Schwestern sagen, die für Sie arbeiten? Nun, Jenna ist weg und arbeitet jetzt in Koras Nest. Jetzt macht sich Ihre Schwester Rita Sorgen, dass sie in Gefahr sein könnte. Aber Jenna wird kaum ihre Meinung ändern. Sie ist ziemlich dickköpfig. Wenn sie zurückkommen will, ist sie herzlich willkommen. Die Kunden liebten sie. Gehört in dieser Laden. Sind Sie der Besitzer? Besitzer, Koch und Barkeeper. Ab und zu tanze ich auch, wenn's mich überkommt. Wir haben oben einige Quasartische, falls Sie interessiert sind. Auf Wiedersehen. Viel Spaß hier im Flux. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall ein Genuss, den tanzen zu sehen. Kann ich mir vorstellen. Türsteher? Hey, schön hier noch einen Menschen zu sehen. Das sieht ja sehr gefährlich aus. Kann man auch das Tanzbein schwingen? Hallo, ich will auch tanzen. Ich möchte doch bitte tanzen. Ich kann einfach nicht tanzen. Ah ja, gut, dann nicht. Gast. Ich warte auf jemand anderes. Okay. So, wir könnten jetzt Quasar spielen. Niedrigeinsatz Quasar, Hocheinsatz Quasar. Ah, komm, spielen wir. Eine Runde geht. Achso, ja, wir müssen an die 20 rankommen. Ah, ich möchte was hinzufügen. Ah, einer was hinzufügen. Ah, komm, einer geht noch. Ui, jetzt natürlich. Ach komm. Ah! Ärgerlich. Komm, eine Runde geht noch.
macht sehr süchtig, das Spiel. Das ist ganz simpel, aber es ist irgendwie geil. Komm. Weiter. Komm, weiter. Mehr. Das ist ähnlich wie Blackjack, kann man sagen. Bitte keine 7. Das ist doch behindert. Was ist das denn für ein Scheiß, Mann? Nein, ich möchte nicht. Drecksspiel. Weißt du, nee, also mir fehlen echt die Worte. Gut, alles klar, dann gehen wir nochmal raus. Wir werden nämlich später nochmal Quasar in Anführungsstrichen spielen. Möchte schon mal verraten. Aber es sind irgendwie so viele Dinge anders als damals. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich weiß echt nicht warum, was jetzt hier irgendwie anders ist als damals. Also ich weiß da welche. Welche Ereignisse jetzt nicht da sind, die damals da waren. Aber ich habe zum Beispiel damals auch die ganzen vorbildlich Sachen machen können. Das habe ich ja schon mal erwähnt, dass das irgendwie mich so ein bisschen nervös macht. Eine Menge Verkehr hier. Was meinen Sie, wie schnell diese Wagen sind? Wir haben einen T-Rex mit 52 Stundenkilometern. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wo wir sind, okay? So, dann haben wir zwei Leute, die reden miteinander. Das sind sogar zwei Menschen, wow. Eine Asari. Wir können da runter gehen und wir können da hinten lang. Wo geht's denn hier hin? So, C-Sicherheitsakademie. Ach so, da, oh, das gibt's ja auch noch. ja. Ach, da müssen wir ja sogar hin. Ach, wegen dem Garrus müssen wir da hin, genau. Glaube ich. Was ist das? Ja, 10 XP, super. Officer Lang. Hey, ich kenne Sie. Sie sind Shepard, nicht wahr? Ich habe das Monument auf Akuse gesehen. Dort gibt es einen ganzen Abschnitt über Sie. Unglaublich, dass Sie überlebt haben. Offenbar haben Sie einen Fan. Tut mir leid. Ich hätte nur nie gedacht, dass ich Sie mal persönlich treffe. Ich heiße Lang, Officer Eddie Lang von der Citadel-Sicherheit. Es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen, Commander. Was machen Sie hier unten in den Bezirken? Kann ich Ihnen helfen? Ja. Warum sind Sie bei der Citadel-Sicherheit? Ich weiß nicht, es schien das Richtige zu sein, wissen Sie? Vielleicht liegt es mir im Blut. Mein Großvater war Polizist auf der Erde. Die Citadel-Sicherheit ist so ähnlich, nicht wahr? Die Polizei auf der Citadel. Ich bin noch recht neu, aber bisher gefällt's mir. Ist viel interessanter, als auf der Erde zu bleiben. Man trifft alle möglichen coolen Aliens, wie diese Hanar, wild. Und die Citadel-Sicherheit wird hier sehr respektiert. Wir halten das Gesetz aufrecht. Das wissen sogar Aliens zu schätzen. Wie gefällt es Ihnen, hier auf der Citadel zu arbeiten? Hier ist es unglaublich. Ich bin seit über einem Jahr hier und habe gerade mal ein Zehntel gesehen. Das Präsidium ist so schön, man kann sich dort toll entspannen. Aber hier unten in den Bezirken gefällt es mir besser. Irgendetwas passiert hier immer. Wie dieser neue Club, der vor einigen Monaten aufgemacht hat. Da ist vielleicht was los, Commander. Das sollten Sie sich mal ansehen, wenn Sie Zeit haben. Was wissen Sie über die Spectres? Nur das, was sie in den Videos zeigen. Sie stellen sie immer als Superagenten dar, die bei geheimen Missionen die Galaxis retten. Aber ich weiß, dass die Wirklichkeit anders aussieht. Einige der anderen Jungs von der Citadel-Sicherheit mögen sie nicht besonders. Sie finden, sie dürfen nicht so oft hart an der Grenze des Gesetzes operieren. Aber der Rat würde sie nicht einsetzen, wenn sie nicht gut wären, oder? Ja, stimmt. Was ist mit dem Harkin? Kennen Sie einen Officer der Citadel-Sicherheit namens Harkin? Ich sollte lieber den Mund halten. Er ist schon viel länger dabei als ich. Aber ich habe Sachen gehört, wissen Sie? Er trinkt im Dienst, lässt sich bestechen, solche Sachen eben. Das sind größtenteils Gerüchte. Aber sie haben ihn suspendiert, also muss was dran sein. Mach's gut. Ich muss gehen. Genau, Sie sind wahrscheinlich sehr beschäftigt. Man sieht sich, Commander. Ja, wir gehen noch nicht zur Sicherheit. Wir gehen erst, obwohl der ist natürlich ein Ausrufezeichen. Ach, ich weiß warum. Ja, nee, wir gehen erstmal hier oben hin. Ich erinnere mich jetzt. Wir gehen hier oben erstmal hin. Ach, da ist auf Ausrufezeichen darauf bezogen, okay. Wobei Sicherheit ist nämlich auch was Wichtiges. Ich gehe mal ganz kurz die Ausrüstung überprüfen. Jetzt haben wir jetzt nämlich eine Benji 2 mittlerweile. Aber die Avenger 1 ist eigentlich besser. Wenn man mal guckt. Dann kann ich aber die anderen beiden Kolleginnen und Kollegen mit dem Avenger ausrüsten, weil Benji ist schlechter. Gut, Lancer sowieso. Okay. Schrotflinte, da geben wir mal dem Dings die beste, die Hurricane. Ja.
Ich werde anfangs, werde ich das immer mit euch gemeinsam machen mit der Ausrüstung. Vor allem auf den Normandy, dann später. Warte mal. Ach, ich nehme die eh nicht, die Schrotflinte, das ist eh Latte. Pistole ist ja schon interessant, das Stinger 2. Stinger ist eine sehr coole Pistole, habe ich sogar noch im Kopf. Striker 2, Kessler 1, Kessler 1, kriegst du die. Und du kriegst die Edge Striker. Oh. Kessler. Na, ja, kriegst die Kessler. Präzisionsgewehr, habe ich nur die Hammer 1. Was ist ein besser Avenger oder? Na, die Avenger hat eine bessere Präzisionseinstufung. Die ist nicht gerade unwichtig beim Scharfschützengewehr. So, jetzt haben wir alles noch nicht hier. Panzerung, Scorpion 1. Wo bin ich? Schadensschutz, Schilde. Das ist natürlich interessant. Ne, du kriegst die Mittel... Achso, das ist Mittelschwere. Dann kriegst du die Guardian. Dem Kaidan, den krieg ich die Scorpion 1. Ja, möchte ich. Und du kriegst die Onyx 1, mittelschwer. So, die ganzen... Dann können wir mal gucken. Kampfsensor. Erkennen. Ach komm. Gut, das reicht erstmal. Gut, dann gehen wir jetzt nämlich hier rein. Ansicht des Nebels. 10 Punkte. Schön. Und jetzt gehen wir zur Klinik. Da wollte Dr. Garrus sicher mit der Dr. Michelle treffen. Ich hab's niemandem gesagt, das schwöre ich. Das war klug, Doc. Machen Sie keine Dummheiten, wenn Garrus kommt. Halten Sie den Mund und wer sind Sie? Lassen Sie sie gehen. Feinde gesichtet. Was? Wir haben die Schilde verloren. So, der Kai dann so wenig Energie. Ich will mal ein bisschen was machen hier. Und zwar will ich einmal... Dich will ich werfen. Okay, das war die falsche Taste. Und dich will ich... Okay. Kai dann? Kommst du dran? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch. Hör auf, dich zu bewegen, Mensch. Danke. So, danke. Bereich ist sicher. Aufstocken. Ihr wartet erstmal. Ich muss erstmal hier gucken, was die irgendwas hier hinterlassen haben oder so. Okay, ich hätte doch hier drauf schießen können, aber ich vergesse das in jedem. Ihr wisst das. In jedem Spiel vergesse ich das immer, auf so Explosionsdinger zu schießen. So, Garrus, was hast du denn hier zu tun? Perfektes Timing, Shepard. Ich hatte eine freie Schussbahn. Das war ein großes Risiko. Was haben Sie sich dabei gedacht? Sie hätten die Geisel treffen können. Es musste schnell gehen. Ich habe nur reagiert. Ich wollte nicht... Dr. Michelle, sind Sie verletzt? Nein, ich bin in Ordnung. Dank Ihnen. Ihnen allen. Wir können Sie beschützen. Ich weiß, dass diese Leute Sie bedroht haben. Aber wenn Sie uns sagen, für wen Sie arbeiten, können wir Sie schützen. Sie arbeiten für Fist. Sie wollen, dass ich den Mund halte und Garrus nichts von der Quarianerin erfährt. Quarianerin? Welche Quarianerin? Vor einigen Tagen kam eine Quarianerin in mein Büro. Sie hatte eine Schusswunde, wollte aber nicht sagen, wer es war. Sie hatte große Angst und schien auf der Flucht zu sein. Sie fragte nach dem Shadow Broker. Für einen Unterschlupf wollte sie Informationen preisgeben. Reden Sie weiter. Und dann? Ich habe den Kontakt zu Fist hergestellt. Er ist ein Agent des Shadow Brokers. Nicht mehr. Jetzt arbeitet er für Saren. Das gefällt dem Shadow Broker gar nicht. Fist hat den Shadow Broker betrogen? Das ist dumm. Selbst für ihn. Saren muss ihm ein gutes Angebot gemacht haben. Die Quarianerin muss etwas haben, das Saren will. Etwas, wegen dem er sich mit dem Shadow Broker anlegen würde. Hallo? Was können Sie mir sonst noch über die Quarianerin sagen? Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, für einen Unterschlupf wollte sie Informationen preisgeben. Sie hat... Augenblick! Geht! Ihre Informationen hatten etwas mit den Geht zu tun.
Sie muss Saren mit den Geth in Verbindung bringen können. Das kann der Rat nicht ignorieren. Wir müssen sie finden. Besuchen wir also Fist. Das ist Ihre Show, Shepard. Aber ich will Sarens Untergang ebenso wie Sie. Ich komme mit Ihnen. Warum hassen Sie Saren? Sie sind Turianer. Warum wollen Sie seinen Untergang? Ich konnte keine Beweise für meine Nachforschungen finden. Aber ich wusste, was wirklich vor sich geht. Saren verrät den Rat und er entehrt mein Volk. Sie haben's klar ausgedrückt. Willkommen an Bord, Garrus. Wir sind nicht die Einzigen, die hinter Fist her sind. Der Shadow Broker hat einen kroganischen Kopfgeldjäger namens Rex auf ihn angesetzt. Ja, wir haben von ihm gehört. Er könnte uns nützen. Ein Kroganer könnte uns nützen. Zuletzt soll er in der Zitadell-Sicherheitsakademie gewesen sein. Was macht er da? Fist hat ihn beschuldigt, ihm gedroht zu haben. Daher unterhielten wir uns mit Rex. Wenn Sie sich beeilen, können Sie ihn noch in der Akademie erwischen. Los geht's. Ja. Und jetzt haben wir nämlich ein neues Mitglied, den Garrus Vakarian. Wir sehen hier was, nämlich Biotikstärke, Techstärke, Kampfstärke. Die Ashley hat genau wie der Shepard nur Kampfstärke. Der Kaidan hat Biotik und Tech. Und der Garrus hat Tech. Also der ist so ein Arwana quasi. So, jetzt können wir nämlich die Gruppe aufstellen, so wie wir es für richtig halten. Die Ashley ist an sich mir zwar recht sympathisch, aber ist natürlich Schwachsinn, weil ich selbst ja auch Soldat bin. Das heißt, es ist logischer, wenn wir jetzt einen mit Biotik mitnehmen. So. Und einen, der auch noch so ein bisschen, ja, der halt so ein Allrounder ist. So, und zumal der Garrus ja ausgebildeter Soldat ist und alles und, ja. Gut. Ich weiß noch nicht, wie das jetzt ist mit den Waffen von ihr, ob der die... Ach, ist egal. Squad überprüfen. Achso, jetzt sieht man es ein bisschen besser. Ja, genau. Also Garrus ist stärker in Tech und Kampfstärke und Kaidan Biotik und Tech. Und das aktuelle Squad hat eine super Kampfstärke, in Tech recht belesen und Biotik so einigermaßen. Biotik ist sehr nützlich, haben wir ja vorhin gesehen, durch die Fähigkeiten. Was ich ein bisschen schade finde in dem Bildschirm jetzt, ist, dass gespoilert wird. Wir sehen nämlich etwas Großes, Breites, links vom Garrus. Gut, wir haben ja schon, also, ich will nichts verraten. Wir haben nur schon gehört, dass ein gewisser Kroganer hinterm Serien her ist. Dann haben wir etwas gehört von einer Quarianerin. Gut, da wir ja sehen können, was die hier neben dem Kaidan ist für eine, wissen wir, dass die neben dem, rechts neben Garrus ja wohl eine Quarianerin sein scheint. Ja, und wer das da ist, wissen wir nicht, also die rechts vom Kaidan. Keine Ahnung. Will ich euch auch nicht verraten. So, was sagt die Aufnahme? Cool, jetzt sehen wir hier den Garrus. Mal mit dem sprechen. Wenn Sie glauben, Sie hätten Glück, können Sie ins Casino drüben im Flux gehen. Ja, sind wir schon gescheitert. So. Ich habe Ihnen nie gedankt, dass Sie mich aus Fists Klauen gerettet haben. Ich weiß nicht, was ohne Sie passiert wäre. Oh, gern geschehen. Ich bin nur froh, dass Sie nicht verletzt wurden. Ich auch. Wollten Sie sonst noch etwas? Ich habe eine persönliche Frage. Sie sind Ärztin? Wie sind Sie hier auf der Zitadelle gelandet? Meine Eltern brachten mich her, als ich noch klein war. Mein Vater war Arzt bei der Allianz. Ich entschied mich, die Tradition als Mediziner aufrechtzuhalten, ging aber nicht zum Militär. Verwundete Soldaten zu behandeln, macht mir nämlich keinen großen Spaß. Sie sind Ärztin? Ja gut, das wiederholt er einfach. Ich entschied mich, die Tradition als Mediziner aufrechtzuerhalten. Ja, ich brauche Vorräte. Zeigen Sie mir, was Sie zu verkaufen haben. Natürlich. So, okay. Wir haben einfach kein Geld, ne? Also sehr, sehr wenig zumindest. Okay. Wollen wir gerade mal den Garrus noch schnell... Ach komm, ausrüsten können wir noch schnell, bevor wir den Part... Oh, Squad auf, das machen wir auch noch schnell. Wo ist er denn? Hier, Lancer 1, nein. Nehmen wir lieber die Banshee 2. Gut, die andere Avenger hat jetzt die Ashley, ist aber total Wumpe. Nein, falsch. Storm, aha. Nein, so. Avenger 1, ja, ist in Ordnung. Oh! Warte mal. Onyx 1? Ah, okay. Der kann... Ah, nee, ich bin gerade total verwirrt, ne? Warte mal. Universalwerkzeug. Und da haben wir beides noch nicht. Ah, der hat doch, glaube ich, einen gehabt, oder? Ja, auch nicht. Okay, ich habe gerade einfach nur geträumt. Gut, Squad. Können wir auch... Sind wir aufgestiegen? Nein. So. Dechiffrierung. Ja. Das ist natürlich die Frage.
Dämpfung freigeschaltet. Erweiterte Sabotage. Dämpfung, okay. Also jetzt haben wir quasi die nächste Kategorie freigeschaltet dadurch. Komm, das nehmen wir auch gerade. Für was das steht, können wir nachher nochmal gucken. Was ist hier? Erweiterte Erste Hilfe. Elektronik. Überlastung. Können wir noch nicht freischalten. Komm. Okay. Alles klar, dann würde ich an dieser Stelle den Part beenden. Also wir haben jetzt ein neues Teammitglied. Und ich kann euch versprechen, es wird jetzt im nächsten Part auch deutlich actionreicher werden. Und wir werden auch einige neue Leute kennenlernen. Und haben jetzt auch was über eine gewisse Quarianerin erfahren. Diese Rasse oder Spezies, wie auch immer, haben wir noch gar nichts von gehört. Das wird sich jetzt bald ändern. Vielen Dank für euer Interesse. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.